Stuttgart führt zunächst 2:0 und dann verlieren sie am Ende 3:2. Eine völlig verrückte Partie, die in der 12. Minute begann. Mit Simon Terodde sucht und findet in der Mitte Akolo, der diese verrückte Partie mit einem Führungstreffer eröffnet. 1:0 für die Stuttgarter hier. Die Kölner ziehen hiermit den Kürzeren. Die Stuttgarter waren auch zu Beginn der Partie die eindeutig bessere Mannschaft. 45. Spielminute. Dann gab es hier die gelbe Karte zu verteilen. Und wir sehen was gegen Pavard. Nach diesem Foul gegen Konstantin Rausch sah dieser die gelbe Karte. Und dann ging es weiter in der 51. Spielminute. Wieder Akolo. Akolo sucht und findet in der Mitte Terodde zum ersten und Terodde zum zweiten. 2:0 für die Stuttgarter. Zu diesem Zeitpunkt dachte man nicht, dass diese Partie sich hier nochmal irgendwie wenden wird. Der Mann, der in der letzten Saison Torschützenkönig in der zweiten Liga wurde. Simon Terodde, 62. Minute. Dann kamen aber auch die Kölner mit Córdoba und mit Osako. Und dann war in 0,0 die Kölner wieder da und machten den Anschlusstreffer. Jetzt brauchen sie noch ein Tor, um diese Partie hier wieder zu eröffnen. 76. Spielminute, dann kam es dazu. Córdoba geht durch die Abwehr der Stuttgarter durch und trifft dann. Auf einmal stand es dann wieder 2:2, also wieder unentschieden. Dritte Saisontor durch John Córdoba. Hat ja schon in Leipzig letzte Woche getroffen beim 2:2. Und jetzt in der 87. Spielminute, da kam das hier, Elfmeter für die Kölner und auf einmal gehen sie dann auch noch in Führung. John Córdoba mit seinem vierten Saisontor und Ron-Robert Zieler, der war dran. Richtig unglücklich ist diese Szene abgelaufen, aber trotzdem geht dieser Ball ins Tor rein. Eine verrückte Partie endet, indem die Stuttgarter zunächst 2:0 führen und am Ende eine 3:2 Klatsche bekommen von den Kölnern.